Ach, ich habe so herzlich vorhin gelacht. Es ist wirklich so. Hier ist, heute ist es gekommen im Handelsblatt, in der FAZ und auch in, ich glaube auch ARD, ZDF. Ich bin ja nur noch auf YouTube, dass ich die da manchmal sehe. Nee, oder war es Welt? Die meisten blenden ja die Kommentare aus. Immerhin bei der FAZ, als die FAZ darüber berichtete, da war noch Kommentarfunktion frei, aber bei den meisten dieser Medien ist das ja mittlerweile gesperrt, weil die genau wissen. Es würde ans Licht kommen, wie wenig auf ihrer Seite sind. Aber okay, das ist ein Nebenschauplatz. Wladimir Putin, was immer ihr von ihm haltet oder was immer ich von ihm halte, hat einen, ich muss es wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt, genialen Schachzug gemacht. Er hat eine Wahlempfehlung für Joe Biden ausgesprochen. Und zwar völlig ernsthaft. Also, ich weiß nicht, wie ernsthaft es ihm war, ich kann nicht Gedanken lesen. Aber völlig ernsthaft rübergebracht. Gesagt, ja, also der ist ein erfahrener Politiker, hat Putin gesagt. Und ja, man soll man nicht so sein, weil er auf das Alter angesprochen wurde. Als er ihn das letzte Mal getroffen hat, da hat er einen normalen Eindruck gemacht. Klar, er hat manchmal auf den Zettel gucken müssen, aber das hat er auch schon. Und ja, der ist so gegen den Kopf, gegen den Hubschrauber, sagte der Journalist. Ja, Gott, wer noch nie mit dem Kopf irgendwo angeschlagen ist, der soll sich hier mal melden. So, ne? Und ja, also, es ist die perfekte Falle. Egal nach welcher Richtung sich nun die Linksliberalen drehen, sie können eigentlich nur verlieren. Und egal, selbst wenn ihr mir jetzt sagt, Putin ist der böseste Mann, der auf diesem Planeten lebt, ich erfreue mich daran. Es ist so, es ist einfach nur schön, weil sich genau die richtigen Arschgeigen aufregen. Und das einzig Traurige an dieser Sache wird, ist, dass die Republikaner zu blöd sein werden, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Denn nun regen sie sich alle auf, in allen Zeitungen, in allen Nachrichten, in allen links gedrehten Medien Deutschlands und von USA habe ich noch nicht gecheckt, aber ich gehe jede Wette ein, aber muss nicht anders sein. Ja, das ist vergiftet, das ist Einmischung in und der Will ist eigentlich für Donald Trump und so die ganze Laie, ihr könnt es euch selber vorstellen, ne? Denn wenn ein Mensch, der im Westen als der Urböse, als der neue Hitler dargestellt ist, sich hinter vermeintlich oder tatsächlich, also jedenfalls nach allem, was er sagt, Joe Biden stellt, tja, wo ist das dann jetzt mit der Kontaktschuld, ne? An sich, wenn wir das anwenden würden auf unsere politischen Gegner, was sie auf uns anwenden, dann müssten unsere Leute 24/7 die nächsten 4 Jahre Kontaktschuld, Kontaktschuld, Kontaktschuld. Joe Biden ist ein verbrannter, böser Präsident, weil er wird von Putin gelobt. Das ist das, was die andere Seite, was man jetzt immer von Donald Trump auch halten mag, 4 und mehr Jahre lang mit Donald Trump gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Putin sich tatsächlich lobend über Trump geäußert hat. Es wurde immer gesagt. Ist auch nicht wirklich wichtig für diesen Fall, denn in diesem Fall hat Putin gesagt, ja, Biden ist ein guter Präsident und er hofft, dass er wieder gewählt wird, weil der ist gut. So sagte Putin. Wenn die Kontaktschuldlogik, die uns seit Jahren um die Ohren geknallt wird, wie wäre es schön, wenn endlich die unseren das täten? Aber ist es Anstand? Ist es Dummheit? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe ebenso viele Wetten ein, dass das niemand, außer vielleicht einige Leute, gut. Aber im Großen und Ganzen wird es das bürgerliche Lager, das konservative Lager und auch das rechte Lager eben gerade nicht tun. Und sagen, da habt ihr es. Der böse Biden, der Putins Lob ist, der kann ja nur furchtbar sein. Das wäre, was die gesamten nicht linksliberalen Medien die nächsten 4 Jahre rauf und runter, ohne Gnade, ohne Rücksicht, ohne Ende, gebetsmühlenartig von sich geben müssten. Natürlich ist es auch ehrlich für den Amerikaner, der sich sagt, oh Scheiße, der Biden wird von, ja, weil natürlich sind die auch nicht alle so doof, dass sie sagen, ja, das sagt er nur, damit wir den wählen oder damit wir den nicht wählen. Aber die Mehrheit, der Menschen ist halt doch so einfach gestrickt. Ja, das sagte schon Palpatine in einem der Romane, vernachlässige nicht alte Tricks, sie funktionieren. Und Putin, der Fuchs, weiß das ganz genau. Ich meine, gut, was bei der Wahl wirklich rauskommt,
Das wissen die Götter allein, denn die Übermacht der Medien in den USA, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Wir haben es ja schon bei der letzten Wahl, bei der Trump sich aufstellte, gesehen, dass es tatsächlich gelungen ist, einen Joe Biden gegen Trump gewinnen zu lassen, trotz der guten Lage, in die die Vereinigten Staaten am Ende der Trump-Präsidentschaft waren, war ja schon ein Wunder, ich weiß nicht, soll ich sagen, göttlichen oder satanischen Ausmaßes. Das müsst ihr euch selber aussuchen. Aber ein, wo ich sage, Leute, wie viel besser kann ein Präsident euch eigentlich führen? Und ich will jetzt nicht sagen, was er alles furchtbar, falsch oder versäumt hat. Trump ist für mich wirklich alles andere als ein heiliger oder perfekter Präsident. Aber in Relation, die Wirtschaft ging nach oben. Er hat die Kriege auslaufen lassen und keine neuen angefangen. Was man will, da gab es genug Dinge, weswegen man sagen könnte, ja, hätte so weitergehen können. Und trotzdem hat sich der Amerikaner, ich will jetzt hier nicht auf Amerikaner zeigen, die Leute in anderen Ländern sind genauso doof, einschließlich bei uns. Aber es ist herrliches Theater. Es ist herrliches Theater. Egal, was dabei herauskommt. Es ist einfach wunderbares Theater. Man muss sich wirklich freuen darüber, dass man Zeuge solch eines... Und wie gesagt, wenn uns auch nichts anderes vergönnt ist, als uns darüber zu belustigen, dass die andere Seite jetzt dasteht und nicht mehr weiß, was sie sagen soll. Aber wie gesagt, da die Amerikaner so dumm sind wie, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade, also die Republikanische Partei und ihre Anhänger, sie werden leider genau das nicht machen. Was umgekehrt die Demokratische Partei und ihre linksliberalen Anhänger gemacht haben. Sie müssten die nächsten 4 Jahre rauf und runter bis zum Ersticken sagen, die Kontaktschuld Putin ist manipuliert die Wahl zugunsten Bidens, ist Biden ein Putin-Agent. Alles das, was man über Donald Trump jahrelang gesagt hat und heute noch sagt. Aber nein, das wird nicht passieren. Weshalb meine Begeisterung für die andere Seite auch eher ein strategisches ist, um das ganz ehrlich mal klar zu sagen. Weil ich tue mich einfach schwer, mit auf einer Seite zu sein, unabhängig davon, für was sie steht, die, sagen wir mal, strategisch irgendwie ein bisschen kernbehindert scheint. Und das trifft zumindest für die amerikanische konservative Rechte zu. Von einigen Handverlesenen abgesehen, die es im Kopf drauf haben. Aber was soll ich sagen? Ein anderes kleines Thema, zu dem ich etwas sagen möchte, warum ich dazu nichts sage, das ist das Phaser-Thema. Also der gute Wetzold Plaum, und das meine ich wirklich, hat ein ehrenhaftes Video mit gerechter Empörung über das neue Gesetz von Phaser gemacht und auch noch einen Nachtrag über die grüne Polizei. Also das ist das war nicht bei ihm. Ah, das war bei einem anderen Kanal. Ich bringe schon mittlerweile Sachen durcheinander. Also du hast zwei Themen, aber es ist ein bisschen in der gleiche Richtung. Einmal haben wir das Thema Nancy Phaser, die einbringt, es ist ja noch nicht durch, soweit ich weiß, wer das Potenzial zur Gefährdung hat, also zum Beispiel durch Verächtlichmachung von Amtsinhabern, ne, was ohnehin schon, also das ist wie im Königreich von Ludwig dem 14., der Staat bin ich. Ja, sorry, die Verächtlichmachung von Ministern ist nicht die Verächtlichmachung der Republik oder des republikanischen Gedanken oder der Verfassung. Denn noch ist die Regierung nicht identisch mit dem Staat. Ich weiß, Frau Faeser, in ihrem Kopf wäre das gerne so. Und vielleicht ist es in ihrem Kopf auch so. Aber noch sind Sie, Frau Faeser, nicht staatsidentisch, sondern nur Amtsträger eines Amtes, das Ihnen auf Zeit von uns verliehen wurde. Oder sagen wir von einigen Leuten aus der Bevölkerung, wie man annehmen darf oder kann. So, nicht mehr. Der Bundeskanzler und Sie sind nicht Ludwig der 14., liebe Frau Faeser und lieber Herr Scholz, die staatsidentisch sind. Auch wenn Sie die Gesetze so drehen. Unsere Vorstellung ist doch nicht, dass wir Sie kritisieren, weil wir den Rechtsstaat, die Demokratie und die Verfassung kritisieren, sondern im Gegenteil, weil wir sie als die Feinde der Verfassung ansehen. So, um das mal ganz deutlich zu sagen. Sorry, wenn hier Maßnahmen kommen wie Kontaktschuld, da haben wir es, ne? Da ist es nämlich genau. Wer mal 10 Euro an Martin Sellner überwiesen hat oder Martin Sellner im Chat oder seine, ich weiß das noch, ich gebe mal ein Beispiel für Kontaktschuld. England, einige Jahre her. Da war ein Post auf Twitter, ich zitiere YouTube,
Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. In Englisch natürlich. Men are men and women are women. Das war der ganze Twitter-Post. Und eine Frau, die das geliked hat, da war 3 Tage später die britische Polizei vor ihrer Haustür und hat sie gefragt, wie haben sie das gemeint? Das ist kein Scheiß. Das ist Kontaktschuld. Und das ist das, was Frau Faeser in Deutschland will. Dass, wenn ich morgen einen Post von Martin Sellner like, dass am nächsten Tag die Polizei vor meiner Haustür steht und fragt, Herr Caligula, wie haben Sie das gemeint? Und dass der Verfassungsschutz mich komplett durchleuchtet und meine Konten prüft und ich weiß nicht alles Mögliche. So, das ist der Staat, den Frau Faeser will. Und das ist die Abschaffung von Freiheit, die Abschaffung von Rechtsstaat und die Abschaffung Demokratie und die Zerstörung vor allem, was die Bundesrepublik Deutschland steht. Der Feind dieser Gedanken sitzen in den Regierungen, in den Medien und in von staatlich finanzierten NGOs. Das ist meine Meinung. Take it or leave it, YouTube. Kann ja sein, dass wir schon so weit sind, aber umgekehrt sitze ich natürlich auch da und denke an Datenschutzgrundverordnung, Fotos mit Leuten, die im Hintergrund sind. Ich war sehr panisch, obwohl ich ja nicht viel Fotos mache, aber manchmal doch Lust habe, wenn ich wandern bin oder wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich in der Altstadt war, habe ich manchmal so Fotos gemacht von schönen Szenerien. Ja, da kann ich nicht alle im Hintergrund fragen. Ne? Und auch wenn Fotografie für mich nicht so einen hohen Stellenwert hat, fand ich die Vorstellung schon eine Unverschämtheit. Aber es ist auch so ein Gesetz, das da ist, aber wo man sagt, ja gut, so richtig zum Tragen kommt es nicht. Und das kann auch bei diesem Phaser-Gesetz so sein. Deswegen sage ich, ja, was da gemacht wird, ist Demokratiezerstörung. So, Punkt. Ich stehe dazu. Vor jedem Gericht der Welt. Vor Gott, dem Herrn, wenn es sein muss. Es ist meine Überzeugung. Aber die Frage ist doch, müssen wir uns jetzt im vorauseilenden Entsetzen aufregen? Und kann man sagen, ja, wenn wir uns aufregen, dann kommt es, das ist das zweite Thema, ne? Der Impfzwang. Da saß ich auch so da, ich war total in Panik. Ich hatte schon Szenarien aller möglichsten extremen Art, wie ich für mich selber damit umgehe. Also ich laufe einfach weg mit einem Rucksack und sehe, wie weit ich komme, bis ich stürze mich vom Dach. Da war alles drin, ne? Oder ich füge mich und weiß ich nicht. Oder ich gehe in den Hungerstreik, bis Finis ist, keine Ahnung. Ich habe alle Szenarien für mich durchgespielt. Oder sagen wir mal annähernd alle. Da kann man immer sagen, gut, es ist nicht gekommen, weil sich zu viele aufgeregt haben. Aber ist das so? Ich will das jetzt nicht zu meinem neuen Motto machen, aber ihr kennt das Video. Ist das so? Ne? Ja, keiner von uns weiß es. Das ist wie die Geschichte. Wir wissen nicht, was passiert wäre. Es ist das Was-wäre-wenn-Spiel. Ne? Hätte Fahrradkette. Sorry, wenn ich jetzt ausgerechnet das sage. Ne? Aber das ist halt einfach der Punkt. Wir wissen es nicht. Ne? Und ich habe das mal vor Jahren gesagt, als über das Thema Messerattacken. Da habe ich irgendwann mal gesagt, Leute, ich mache jetzt eigentlich keine Videos mehr über Messerattacken, weil es ist, wir haben uns 100 Mal aufgeregt in Tausenden von YouTube-Kanälen und es ist nichts Neues mehr dazu zu sagen. Und ich sitze jetzt mit diesem Phaser, mit dieser Phaser-Geschichte und anderen Dingen, dem zweiten, wie gesagt, grüne Polizei, mit der ich jetzt, was ich jetzt gerade mitgekriegt habe, heute auf einem anderen Kanal. Sorry, tut mir leid, ich weiß nicht. Ich gucke manchmal so, ich kriege ja auch so Empfehlungen, da werden mir manchmal Sachen reingespielt von Leuten, die ich nicht subscribed bin, wo ich einfach dann mal sage, okay, ich gucke mir das jetzt mal an und Gott allein weiß, wer das war. Und das ist auch so ein Ding. Also die Grüne Partei hat einen Verein gegründet, Grüne Polizei oder Polizei der Grünen oder so in der Art. Und diesem Verein kann man beitreten, wenn man eine polizeiliche Arbeit nachweislich macht, also bei der Bundespolizei, bei der Landespolizei. Ach, und es gab noch was Drittes oder Viertes. Also wenn man in polizeilichem Aufgabenbereich ist, dann kann man dort in diesen Verein eintreten. Interessant ist, das hat auch der YouTuber nicht gesagt, es steht nicht drin, ja, man muss nicht Parteimitglied sein, das steht dort, aber die Frage ist, ist es verboten, Mitglied zu werden, wenn man AfD- oder CDU-Parteimitglied ist? Ne? Das wäre schon mal interessant, aber unabhängig dessen, und dieser Verein ist natürlich in der Parteizentrale ansässig, und das bedeutet de facto, dass sich die Grüne Partei ihre eigene Polizeieinheit da gerade hier bastelt.
Das finde ich viel bedenklicher als irgendwelche Gesetzesvorstöße von Frau Faeser. Denn dass jeder, der mal Martin Sellner Tweets geliked hat, morgen vom Verfassungsschutz verknastet wird, ist zwar theoretisch vorstellbar, aber A, nicht sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, so viel Gefängniskapazitäten haben sie gar nicht. Aber das ist jetzt auch ein bisschen so, dass ich, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen wie bei Corona. Wer weiß, in einem halben Jahr muss ich meine Worte vielleicht wieder fressen, ne? Wie man im Englischen so sagt. Eat your words, ne? Aber ich habe auch keinen Bock mehr, mich über alles zu Tode aufzuregen, zu sagen, weil ich meine, ich habe es auch in den vorigen Videos gesagt, die es wissen, ihr wisst sowieso, was alles läuft hier. Ne? Also. Und die es nicht wissen, weiß ich nicht, den werde ich auch durch die milliardste Predigt es nicht sagen. Ich habe euch klar gesagt, wo ich sitze. Ich bin für die Verfassung so, wie sie ist, auch wenn ich denke, ob wir es jetzt Grundgesetz sagen, Leute, lassen wir diese Piepelei mal sein. Also unser Grundgesetz, das für uns als Verfassung herhält, ist verbesserungswürdig. Ja, nämlich um diese ganze Ausnahmeregelung, Näheres regelt, bla. Diese Dinge müssen alle weg. Dass die Verfassungsgarantien unaushebelbar sind. Dass Verfassungsgarantien, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit nicht durch kleine Senatoren ausgehebelt werden können. Das muss weg. Aber vom Grundkonstrukt ist es eine gute Verfassung. Und ist die Bundesrepublik auch von der Grundstruktur gut und richtig, auch wenn etliches, was an Gesetzen in letzter Zeit dazugekommen ist, meines Erachtens wieder die Verfassung gekommen ist, die nicht hätten kommen können, wenn diese Verfassung so wäre, dass diese Näheres regeln Behörden und Verordnungen, was wie gesagt dadurch der Charakter dieser Garantien null ist, weil wie gesagt, jeder Innenminister, jeder Landesinnenminister kann einfach anweisen und sagen, ja, ich setze das jetzt mal außer Kraft per Anweisung, ja. Wenn das raus wäre, dann hätten wir die ganzen Gesetze zum größten Teil ja alle nicht. Oder ein größter Teil der Dinge, auch die Merkel, ich sag nur 2015, wären ja nie gekommen. Ne? Wenn es dieses Näheres regeln Anweisungen. Ich stehe für diese Verfassung und auch für diese Bundesrepublik. Die dagegen stehen, das sind nicht wir. Also manche sind es vielleicht, die haben ihre Gründe, die müssen sich selbst äußern. Ich spreche hier nur für mich. Aber für mich gesprochen, die diese Ordnung zerstören, die sitzen in der Regierung, die sitzen im Parlament an den Regierungsbänken und die sitzen in den Medien und die sitzen in den NGOs. Diese sind es, die Verfassungsordnung zerstören. Diese sind es, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die das rechtsstaatliche Prinzip zerstören. Nämlich mit solchen Anweisungen wie der Kontaktschuld, die Frau Faeser gerade einbringt. Das ist gegen jeden Geist von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und freiheitlich gerichtet. Dass einer strafverfolgt oder vom Verfassungsschutz beobachtet und überwacht wird, nur weil er Kontakt mit einer Person hatte oder mit dem, er könnte eines Tages möglicherweise gefährlich sein. Ja, jeder könnte eines Tages möglicherweise gefährlich sein. Was ist denn das für ein Rechtsstaat? Das ist doch kein Rechtsstaatsprinzip mehr. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr darüber aufregen. Ich will mich nicht mehr darüber aufregen. It's all a game, a paper fantasy, wenn ich mal Londo Mollari zitieren darf aus Babylon 5. Und ich weiß, wenn morgen der Verfassungsschutz vor meiner Tür steht, weil ich das hier gerade auf meinem YouTube-Kanal, werde ich mit Sicherheit auch nicht mehr lachen. Aber es tut mir leid, ich kann das nicht mehr ernst nehmen. Auch wenn ich weiß, es ist todernst. Ich habe gerade vorhin einem amerikanischen Freund geschrieben über diese beiden Putin-Sache und natürlich konnte ich ihm sagen, für dich tut es mir leid, weil du musst unter dieser ganzen Scheiße leiden. Ich verstehe, dass du das nicht zum Lachen findest. Ich schon, aber wobei, gut, amerikanische Politik hat die Natur auch für uns irgendeine Rolle zu spielen, ist auch klar. Gründen sind uns alle bekannt, aber vielleicht verwandle ich mich gerade sowas wie eine Art sehr stark reduzierten Joker. Ich meine, ich werde nicht rumlaufen wie der Joker und verrückte Sachen machen, aber rein meine Position auf die Realität nähert sich denen des Jokers wirklich mit Riesenschritten an, wo ich die Realität mittlerweile zunehmend nur noch als einen gigantischen Witz ansehen kann, weil alles andere ergibt einfach keinen Sinn. Ich weiß, es ist dramatisch, es ist furchtbar, wenn es zu all diesen Dingen kommt, aber ich kann diese Art Menschen und das, was sie machen, einfach nicht mehr ernst nehmen. Das ist, Kinder sind an der Macht, wie Grönemeyer es wollte. Kinder sind jetzt an der Macht. So, das ist die Realität. Die wollten Kinder an die Macht und jetzt sind sie an der Macht. Kinder in erwachsenen Körpern. Schönen Schrank für dieses Lied übrigens, ne? Aber zu dem muss ich gar nichts sagen.
das ist so ein bisschen, wie gesagt, in mir ist eigentlich nur noch der Joker lebendig über dieses nichts von dem, was da abläuft, ergibt irgendeinen Sinn oder ist irgendetwas anderes als ein riesiger, monströser Gag, der uns natürlich mit 180 Kilometer, Stundenkilometer blutig in die Fresse fährt. Das ist das Tragische daran. Aber ich kann es innerlich nicht mehr ernst nehmen, was diese Leute sagen und machen. Wie gesagt, mit allem Wissen, dass mir morgen vielleicht der YouTube-Kanal gesperrt ist und übermorgen der Verfassungsschutz mich in Dauer verknastet. Gut, es ist nicht so wahrscheinlich, aber ich sage nur, mit all dem Wissen, ihr kennt, dass ich ein mit Ängsten durchdrungener Mensch bin, in dem sich solche Szenarien im Kopf dauernd abspielen. So, aber und trotzdem, das ist jenseits allen Ernstnehmbarem, so tragisch, wie es ist. Ja, in diesem Sinne, das ist einer der Gründe, warum ich nicht zu diesem allem wie ein Zappelphilipp ständig Videos mache. Ich werde mal sehen, ob ich. Ich bin gerade im Gespräch, darüber ein Gespräch mit jemandem aufzunehmen über diese Thematik, wobei ich selber noch mit mir selber etwas am Ringen bin, was man da ansprechen kann und was nicht. Ne? Denn wenn wir ganz offen sprechen, derjenige, den ich angesprochen habe und ich, ja, weiß nicht, ob wir dann noch YouTube-kompatibel wären. Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ne? Ihr wisst sicherlich, wen ich meine, aber ich will jetzt nicht einen Druck aufbauen, indem ich es sage. So, also vielleicht kommt dazu vielleicht noch etwas, aber das würde ich lieber in einem Gespräch machen, als hier für mich selber hinzusülzen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleibt wachsam, aber lasst euch nicht in den Wahnsinn treiben. Vertraut der Macht. Wenn die Dinge kommen, wie sie kommen, dann kommen sie, wie sie kommen. Und in diesem Sinne. Wie heißt es bei Babylon 5, möge ein Gott sein zwischen euch und der Finsternis auf allen Pfaden, die ihr gehen müsst. Bleibt mir gewogen.